Ich bin nicht hier gefangen. Was wollt ihr damit sagen? Ich weigere mich, eure Lügen anzuhören. Das Ritual wird dafür sorgen, dass ihr hier ewig gefangen seid. Nehmen wir die 1. Ein dumpfes Vibrieren durchzieht den Raum, weil die Macht euch offenbar so etwas wie Respekt entgegenbringt, da ihr bereit seid zuzuhören. Das ferne Gefühl von Verbitterung und Zorn stimmt auf euch ein, aber es bezieht sich nicht auf euch. Euer Verstand interpretiert, dass die Aussage ganz einfach ist. Ihr werdet getäuscht. Ein weiteres Abbild formt sich in euren Gedanken. Ihr erkennt finster wirkende Männer in Rüstungen. Hinter ihnen lauert eine üble Absicht. Ihr spürt, dass es sich um Anhänger Helms, und zwar um den Ritterorden des Wachsamen, handelt. In der Luft hängt Bitterkeit und Verärgerung. Die Präsenz übermittelt euch das Gefühl, dass ihre Einkerkerung hier nicht gerechtfertigt ist. Sie ist durch eine Sekte geschehen, die in Wahrheit gar nicht Helm dient, sondern insgeheim Kraft von Helms größten Feinden bezieht. Ihr wisst nun, dass der Eingekerkerte hier gefangen wird, um ihr Geheimnis zu wahren. Echos heilen euren Gedanken wieder. Die Präsenz wirft die Frage auf, warum die Ritter euch hierher schicken, statt selbst zu kommen. Ihr solltet euch fragen, was passieren wird, wenn die Siegel gestärkt werden. Der Eindruck, dass sich das Wesen amüsiert, treibt euch durch eure Gedanken, als es euch die Frage stellt, ob ihr wirklich glaubt, dass das heilige Symbol es euch dann noch ermöglichen wird, diesen Ort wieder zu verlassen. Warum sollte ich euch vertrauen? Die Ritter haben keinen Anlass gegeben, misstrauisch zu sein. Ihr versucht nur, mich davon abzubringen, die Schriftrolle zu lesen. Ich frage mich auch, welche Motive sie haben. Was schlagt ihr vor? Wenn das so ist, dann werde ich mich persönlich um sie kümmern. Zeigt euch, damit ich eurer Existenz ein Ende bereiten kann. Dann nehmen wir mal die 3. Die Gefühle im Verstand wirken jetzt hoffnungsvoll. Sie erklären euch, dass der Eingekerkerte nur seine Freiheit will. Ein weiterer Eindruck folgt, es handelt sich um den Wunsch der Präsenz, sich für das erlittene Unrecht zu rächen. Und die Präsenz wünscht auch, dass ihr die Gelegenheit erhaltet, euch zu rächen, weil man euch manipuliert hat. Aber ich möchte mich nicht rächen. Rache ist ja schön und gut, aber ich bin mehr an einer Belohnung interessiert. Was kann ich also tun? Ich vertraue euch nicht. Ich werde jetzt die Schriftrolle vorlesen. Ich habe genug gehört. Zeigt euch, wo immer auch seid, damit ich euch zerstören kann. Was kann ich tun? Eine ganze Reihe von Bindern dringt in eurem Verstand ein. Es dauert ein paar Augenblicke, bis ihr die Bedeutung entschlüsselt habt. Der Eingekerkerte möchte euch, dass ihr zum Anführer der Ritter geht und ihm erzählt, ihr hättet ihn zerstört. Er wird die Festung betreten, um sich zu vergewissern. Der Eingekerkerte wird ihn töten und durch seinen Tod endlich frei sein. Die falschen Anhänger Helms werden zerstört und der Gerechtigkeit wäre Genüge getan. Nun gut, ich werde es tun. Nein, ich lasse mich nicht von euch manipulieren. Ich werde die Schriftrolle vorlesen und damit diese Sache endlich hier hinter mich bringen. Nein, ich will mit eurem Plan nichts zu tun haben. Zeugt euch, wer auch immer ihr sein mögt. Ich werde euch hier und jetzt zerstören. Warum sollten wir einen unsichtbaren Dämon trauen? Das ist jetzt die gute Frage. Deswegen die 2. Die ganzen Eindrücke im Verstand werden vage, als sich die Präsenz zurückzieht. Sie wartet darauf, dass ihr handelt. Kann ich mich erst umsehen? Da ist nach oben und da ist der Ausgang. Okay. Da ist eine Säule Helms. Normalerweise sollte man eigentlich... was ist das? Die Glocke schwingt tonlos hin und her, offenkundig von einer unsichtbaren Macht gesteuert. In der Wand ist eine Inschrift zu erkennen. Nehmt euch in Acht, Unsterblicher, und denkt an diese Worte. Achtet wohl das Ritual, denn Stille soll die Glocke stehen. Doch löst der Eingekerkerte jemals seine Fessel, so läutet die Glocke stumm, um Helm zu warnen. Dann weiß er, dass ihr eure Pflichten vernachlässigt habt und sein Zorn wird sein wie die Mittagssonne und alles versengen. Okay. Kann ich nochmal mit dir reden? Ihr wagt es euch zu nähern, Sterblicher. Ein schwaches Gefühl der Überraschung kriecht,
durch euren Verstand. Die Präsenz fragt euch, ob ihr die Schriftrolle nicht mehr lesen wollt. Eine klar ausgedrückte Hoffnung macht sich in euren Gedanken bereit. Die Hoffnung, dass ihr jetzt vielleicht gegen die falschen Helmanhänger vorgehen wollt. Warum sollte ich gegen sie vorgehen? Was haben sie mir getan? Ja, ihr werdet getäuscht. Warum sollte ich euch vertrauen? Die Ritter haben mir keinen Anlass gegeben, misstäuscht zu sein. Ein fremdartiges Kichern hat durch euren Verstand, dass die Präsenz näher kommt. Es riecht den Mord an euch und erklärt, dass es weiß, dass ihr zur Balbrut gehört, dass ihr ein Wesen seid, das man fürchten muss. Was für ein besseres Werkzeug könnte die falschen Anhänger schicken? Warum sollte man nur ein gefährliches Wesen einkerkern? Warum nicht gleich zwei? Die Schriftrolle vorlesen. Die Präsenz zieht sich mit einer Mischung aus Verachtung und Zorn aus eurem Verstand zurück. Gefühle, die bald amüsierter Akzeptanz weichen. Die Präsenz fordert euch ganz gelassen, auch die Schriftrolle zu lesen. Ihr solltet jedoch nicht überrascht sein. Ermahnt sie euch, wenn die Ergebnisse unerwartet sind. Erklärt das näher. Ach so, das bin ich wieder da. Was schlagt ihr vor? Was kann ich also tun? Ich lasse mich nicht manipulieren. Okay. Ich mache hier mal an der Stelle einen Quicksave, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Gebiet. Und gehe mal nach draußen. Das ist der Ausgang. Und stelle einfach mal erstmal die zur Rede. Wenn ihr es wollt. Zum Eingekerkerten, okay. Wir haben gespürt, dass jemand in die untere Kammer eingedrungen ist. Was ist passiert? Habt ihr das Ritual nicht durchgeführt? Ja, seid zurück. Wir haben gespürt, dass jemand in die untere Kammer eingedrungen ist. Was ist passiert? Habt ihr das Ritual nicht durchgeführt? Ja. Ich habe mit einem Wesen dort unten gesprochen, das behauptete, dieser Eingekerkerte zu sein. Aber ich habe das Ritual noch nicht gewirkt. Das bedeutet mir gar nichts. Sagt mir, Talisa, habt ihr den Eingekerkerten zerstört oder nicht? Wenn ihr es getan habt, habt ihr ihn dummerweise befreit, sodass er in den Abyss zurückkehren konnte. Ich muss es wissen. Abyss, ihr habt behauptet, nichts über den Eingekerkerten zu wissen. Ihr habt mich angelogen. Oh ja, er ist zerstört. Geht doch hinein und zieht es euch selbst an. Nein, er ist nicht zerstört. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun, was ihr von mir verlangt? Nehmen wir mal die Eins. Es war Talisa. Ich habe euch getäuscht, weil ich dachte, dass es notwendig wäre. Aber wenn ihr den Eingekerkerten zerstört habt, dann war alles umsonst. Er ist frei und Helms Zorn wird keine Grenzen kennen. Kommt, meine Brüder. Jetzt, da die Balbrut den Weg freigemacht hat, müssen wir die untere Kammer aufbrechen. Wir müssen mit eigenen Augen sehen, ob der Eingekerkerte tatsächlich tot ist oder nicht. Ihr wusstet nicht, was ihr getan habt, Talisa. Deswegen kann euch sicherlich eure Dummheit vergeben werden. Lebt wohl. Man kann uns unsere Dummheit vergeben. Also bettelt er wirklich um Schläge. Gehen wir es an. Was passiert jetzt? Ah, ein Kind Bals. Die Zeit für euch ist also bereits gekommen. Es ist traurig, dass meine eigenen Brüder, die in dieser Zeit leben, so weit vom Wege Helms abgekommen sind. Als uns Helm vor so langer Zeit aufsuchte, kamen wir gerne unserer Pflicht nach. Ich und viele meiner Brüder gaben bereitwillig ihr Leben, um diesen Ort zu verteidigen. Diese Aufgabe ist jetzt beinahe vollendet. Okay. Bruder Odrin hat in seinem Umgang mit euch seine Feigheit und seine Ehrlosigkeit bereits bewiesen. In den Augen Helms ist sein Schicksal schon besiegelt. Seid ihr dazu bereit, den wahren Ritterorden der Wachsamen zu unterstützen? Den wahren Ritterorden? Sind das jetzt nur Geister oder was? Welche Art von Hilfe benötigt ihr? Warum sollt ihr euch vertrauen? Es könnte doch sein, dass ihr mich wie ebenso wie Odrin manipulieren und benutzen wollt. Vergesst es einfach. Ich habe mich für heute schon genug an der Nase rumführen lassen. Nehmen wir mal die zwei. Das ist wohl wahr. Ihr habt viele Gründe, um an meiner Ehrlichkeit zu zweifeln.
Mir bleibt jedoch keine andere Möglichkeit, als euch schlicht und einfach die Wahrheit zu sagen und dann eure Entscheidung zu respektieren. Seid ihr bereit, mich anzuhören? Nun gut, sagt's Ritter mir. Ritter Odrin war nicht ehrlich zu euch. Ihr wisst das. Das Ritual repariert die alten Siegel. Auf diesem Weg wird nicht nur der Eingekerkerte erneut eingeschlossen, sondern auch derjenige, der das Ritual vorliest. Also war es doch eine Falle. Odrin wollte, dass ihr euer Leben opfert, statt selbst das Opfer zu erbringen, zu dem er verpflichtet gewesen wäre. Er hat euch auch nicht gesagt, wie groß das Böse ist, das ihr eingekerkert ist. Der Eingekerkerte ist der Dämonenprinz Demogorgon. Demogorgon, so ein toller Name. Odrin und seine Anhänger haben verdient, für ihren Verrat zu sterben. Ihre Taten bringen Schande über uns alle, die Helms Lehren folgen. Okay, Odrin ist sehr radikal. Odrin kann im Kampf gegen den Dämon, der sich unter uns befindet, nicht gewinnen. Das Ritual müsste von Odrin beendet werden. Stirbt er, kann Demogorgon die wachende Festung verlassen. Versucht euch auszumalen, was eine derartige Kreatur anrichten könnte. Was schlagt ihr also vor? Ihr habt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin zu gehen. Ich kann euch dieses Recht nicht verwehren. Die zweite Möglichkeit besteht darin, Odrin zu retten. Ihm schuldet ihm nichts und der Kampf gegen den Prinzen wird wahrlich tödlich sein. Falls der Dämonenprinz zerstört wird, kehrt er einfach in den Abyss zurück. Das ist jedoch nicht immer besser, als ihm die Möglichkeit zu geben, in dieser Ebene Unheil anzurichten. Allerdings ist es auch noch eine dritte, bessere Möglichkeit. Helm, der Allsehende, hat mir eine Schriftrolle gegeben. Es handelt sich um eine Abart des Rituals, das ich schon kennt. Diese Schriftrolle wurde jedoch von Helm geschaffen. Sie kann dazu verwendet werden, um sowohl Odrin als auch Demogorgon in der Festung zu versiegeln. Ihr müsst dazu die Festung nicht einmal betreten. Die Natur wird aufschreien und das Gleichgewicht wird kippen, wenn der Dämonenprinz in den Reichen sein Unwesen treiben kann. Um das Gleichgewicht zu erhalten, müssen wir die Kreatur wieder einkerkern oder in den Abyss zurückschicken. Nehmt diese Schriftrolle mit dem Ritual als die Entschuldigung des Wachsamen, eine Entschuldigung an das Kind Baals für den Ungehorsam seiner Anhänger. Schlussendlich müsst allerdings ihr entscheiden, wie ihr vorgehen wollt. Ich werde die Festung mit Hilfe von Helms Schriftrolle versiegeln, wenn es sein Wunsch ist. Warum verwendet ihr die Schriftrolle nicht einfach selbst? Ich würde es vorziehen, den Demogorgon persönlich zu verstören. Man darf ihm nicht gestatten, auf dieser Ebene zu bleiben. Ich werde Odrin nicht Demogorgons Zorn überlassen, egal was er auch getan hat. Gibt es eigentlich eine Belohnung oder soll ich das einfach aus Herzensgüte tun? Das hat alles eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich werde gehen. Nehmen wir mal die zwei. Ich kann diese Schriftrolle nicht verwenden, Kindesball. Ich bin nur dieser Schatten, den ihr hier vor euch seht und existiere nicht wirklich. Außerdem hat Helm diese Schriftrolle für euch persönlich bestimmt, damit ihr dieses uralte Gefängnis erneut versiegeln könnt, wenn das eure Entscheidung ist. Nun gut, wenn es mich nichts kostet, kann ich die Schriftrolle ja euch verwenden. Ich bevorzuge es immer noch, die Demogorgon persönlich zu zerstören. Nehmen wir mal die 1. Nehmt die Schriftrolle. Wenn ihr sie verwenden wollt, tut es einfach hier im Freien außerhalb des Gefängnisses. Lest sie laut vor. Das ist alles, was ihr tun müsst. Alle Eingänge ins Gefängnis werden dann versiegelt sein. Geht mit Helms Sündigen, Kindesbal. Sicherheit auf euren Wegen und hütet euch vor eurer Bestimmung. Ja, Odrin hat die wachende Festung betreten, um sich dem Demogorgon zu stellen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er bei seinem Ende finden wird. Ein Geist ist aufgetaucht und hat mir eine Schriftrolle von Helm höchstpersönlich angeboten, die es mir ermöglicht, den Demogorgon und den treulosen Odrin gemeinsam in der Festung zu versiegeln. Ich habe die Schriftrolle angenommen und muss sie nur noch im Gebiet vor dem Gefängnis verwenden. Die Lagerstätte des Eingekerkerten wird dann auf ewig versiegelt sein. Gut, wir haben einen Quicksave. Den will ich einfach nochmal laden. Wir haben ja auch noch ein Autosave. Also, was passiert, wenn ich dich einfach benutze? Ihr wagt es euch zu nähern, Sterblicher. Die Gedankenwelle in dem Raum wabern durch die Gegend. Ein Gefühl der Enttäuschung verquickt mit Amüsement schwappt über euch hinweg. Ihr interpretiert die Gefühle als die ironische Gratulation des Eingekerkerten. Die Siegel sind erneuert, die Präsenz fordert euch auf, doch zu versuchen zu gehen und wiederzukommen, sobald ihr gescheitert seid. Oje, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache.
Ich war keine große Herausforderung. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Erfahrung erhalten dafür. Aber ja, die Portale sind aus. War hier nicht gerade ein Fragezeichen? Ihr wagt es euch zu nähern, Sterblicher? Die Präsenz umtanzt euch mit amüsierendem Geschnatter. Sie weiß, dass die Ausgänge auch für euch verschlossen sind. Balbrut und Eingekerkerte, zwei gefährliche Wesen gemeinsam eingesperrt im gleichen Gefängnis. Einfacher Aufwand, doppelter Erfolg. Vielleicht seid ihr ja jetzt davon überzeugt, dass die falschen Helmanhänger dies von Anfang an geplant hatten.